So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Psychonauts. Wir sind beim Lungenfisch. Fragt mich bitte nicht warum. Wir müssen ihn mit Nägeln beschießen. Meines Erachtens nach könnten wir ihn eigentlich auch mit Zigaretten beschießen, denn das wird ihn zwar auf längere Sicht töten, aber es wird ihn töten. Also, liebe Kinder, Finger weg von Zigaretten. Das ist meine Message für diese Folge. Ja, um mal ein bisschen wieder reinzukommen. Wir waren beim Lungenfisch, müssen jetzt diesen Lungenfisch immer, wenn er an unserer Saugglocke saugt, ich weiß nicht, ob es wirklich irgendwie sowas ist, auf jeden Fall sind wir in einer Luftblase und wir müssen halt auf ihn schießen, nicht schießen, Entschuldigung, wir müssen auf ihn diese Nägel abwerfen, wenn er denn dran saugt, damit er verletzt wird und nach 3 Malen schiebt er uns wieder durch die Gegend und wir müssen Parcours laufen und dann wieder 3 Mal und das geht so weiter. Ich hoffe mal, wir werden es in dieser Folge schaffen, ihn endlich zu besiegen. Da ich auf dem Sprung bin, weiß ich nicht, ob diese Folge eventuell auch ein bisschen kürzer wird. Beziehungsweise, ob ich diese nicht aufsplitte in 2 Aufnahmen. Aber wir werden mal sehen. So. Also, es ist tatsächlich ziemlich anstrengend hier rumzulaufen. Wir müssen hier unser ganzes gelerntes Können anwenden, um diesen Parcours zu bestehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir. Okay. Was zum. Naja gut, es muss ja machbar sein, das zu schaffen hier. Also von daher. Oh, hallo, Kuckuck. Na, wer bist du denn? Was zum kriegen wir den da hin? Scheiße. Was müssen wir machen? Sagt es mir. Kann mich nicht gut festhalten. Ah, verdammt, was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Kann mich nicht gut festhalten. Toll, wir haben noch einen Saugefisch an uns. Toll. Kannst du, oh. Genau das brauchen wir. Mich. Wir brauchen Energie, wir brauchen Energie. Oh, das prallt alles ab, das ist Kacke. Scheiße. Oh, Leute, das ist hier echt anstrengend. So viel Arbeit nach der Arbeit, das kann doch kein Mensch vertragen. Verdammt. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ist okay. Verdammt. Wie krieg ich den in diese Muscheln? Kriege ich hier eventuell noch ein bisschen Energie her? Da. Kacke ist das doch. Sorry. Aber das funktioniert nicht. Also er muss sein Schwenkeding da vorne, muss er irgendwie.
muss ja irgendwie da reinhämmern. Aber das kriegen wir nicht hin. Das. Wir haben nur noch ein Leben. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. So, ich speichere jetzt vorsichtshalber mal kurz. Auch nicht. Das gibt's doch echt nicht mehr, ey. Also ich bin doch nicht so blöde, dass ich das nicht hinkriege. So könnte das klappen. Lustigerweise klappt es. Ja! Ah, armes kleines Ding. Das arme kleine Ding hat gerade auf 8 verschiedene Arten versucht, mich umzubringen. Nun, das ist nicht seine Schuld. Das war mal ein ganz normaler, friedlicher Lungenfisch. In einer schleimigen Luftblase, unter einem halb ausgetrockneten See. Aber allem Anschein nach hat ihn Mori zu bösartigen Zwecken mutiert, sein Wachstum beschleunigt und ihm ein Gehirnimplantat eingesetzt. Puh, armes kleines Ding. Ja, geh da rein und zerstöre das Implantat. Benutze das Psychoportal, das du aus Saschas Labor geklaut hast. Ja. Funktioniert das auch bei großen, schrecklichen Monstern? Von wegen Monster. Das Ding hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Und jetzt rein da! Dann wollen wir mal gucken. Das war doch dort. Psychoportal. Auf geht's in den Fisch. In your face, fish. With a door, fish. Whoop. Oh, ich bin so froh, dass wir das geschafft haben. Oh. What the hell? Eine Stadt? Oh, guck mal, City Skylines. Schönen guten Morgen, werte Dame. Gleichfalls, Wachtmeister Lüngli. Wie geht es denn so? Oh, feucht und fröhlich, keine Klagen. Und was machen Sie und der Kleine an diesem wunderschönen Tag? Oh, wir folgen dem Gesetz, wie immer. Jedem Paragraphen, buchstabengetreu. Oh, gut zu hören. Von uns ist schließlich keiner Ärger. Brillo-Gor? Ach so, den der Brillo. Und da merkt man den krassen, kranken, stumpfen, stupiden Alles-Humor von Tim Schafer. Willkommen bei Monkey Island. Ja, dann scheiße. Okay, hier können wir also nicht schweben. Oh, wir machen gerade alles kaputt. Gochamara? Hey, Brillo-Gor! Hier unten! Entschuldigung, sprichst du mit mir?
meine Ohren! Sorry! Ah! Oh mein Gott! Ah! Bist du okay? Er ist tot! Oh je, das tut mir leid. Kein Problem. Der Widerstand ist jederzeit bereit, im Kampf gegen Kutschamaras Tyrannei zu sterben. Was ist Kutschamara? Ein Riesenmonster wie du, Brillogor. Er hat fast alle Bewohner von Lungenfisch City willenlos gemacht und versklavt. Das stinkt. Aber hey, habt ihr vielleicht noch andere Menschen hier gesehen? Ich suche ein Mädchen namens Lilly. Die Regierungsarchive könnten Informationen über deine junge Freundin enthalten, Brillogor. Meine Freundin? Ich weiß nicht, ob sie wirklich meine Freundin ist. Ich meine, sie ist... Ich meinte ja nur, dass sie ein Freund und weiblich ist. Um an die Archive zu kommen, müssen wir erst den Funkturm vernichten, mit dem Kutschamara uns alle kontrolliert. Gut, ich werde mich darum kümmern. Warte, Brillogor. Um den Turm zu erreichen, musst du erst eine Laserwand passieren. Aber das wird dir nicht gelingen ohne unsere Hilfe. Und wann habt ihr vor, mit dem Helfen anzufangen? Zuerst musst du etwas für unseren Widerstand tun. Schlag ein Loch in das Gefängnis und befreie meine Kameraden. Ist das... Sollten wir das wirklich tun? Ja, klar, ne? Macht doch nichts. Freiheit! 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 Hoja! Freiheit! Und jetzt bringt ihr mich an diesen Toren vorbei? Richtig. Wir haben Kutschamara dieses Schutzschildmodul geklaut. Uns ist es zu groß, aber dir müsste es eigentlich passen. Hey, cool, eine neue Marke. Schutzschild. Das könnten wir gleich austauschen gegen unsere Blase, denn die können wir hier eh nicht benutzen. Ah. Hey, werden dann Kutschamara und eure willenlosen Nachbarn nicht böse? Nee, glaube ich nicht. Och, nee. Also, erst das Gefängnis einreißen und dann dieses Laserschild-Dings brechen. Und das stört keinen, der auf die Idee kommen könnte, auf mich zu schießen? Nö. Naja, einen vielleicht. Aber was ist die ganze Marine von Lungenfisch City gegen die Macht und den Eifer von Brillogor? Wie? Welche Marine? Wir treffen uns am Damm, Brillogor. Für die Freiheit! Ja, für die Freiheit. Setze deinen geistigen Schild ein, um dich vor Schaden zu schützen und manche Angriffe auf die Gegner zurückzuwerfen. Oh, schick. Hinweis. Du kannst einen geistigen Schild nicht ewig aufrechterhalten. Wenn er zusammenbricht, ist dieser Teil deines Verstandes erschöpft und es dauert ein wenig, bis du ihn wieder verwenden kannst. Oh. Okay. Ja, das brauchen wir. So, wie war das denn? Jetzt müssen wir... Aua, ich muss gerade mal eben schauen. Noch zurück. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, das war die Taste. Okay, alles klar. Ich will das auf die Taste haben. Alles klar, gut, das geht also. Nein, wartet! Ich bin Brillogor, Was? Reisenhaus? Ich will euch nicht töten. Ich will euch keinen töten. Ich bin friedlich, glaube ich. Oh. Nachrichten. Die friedliche Stadt Lungenfisch City wird seit heute Abend von einem schrecklichen Riesenmonster angegriffen, das die entsetzten Bürger Brillogor getauft haben. Die Marine hat entschlossen reagiert und ihre gesamte Panzerdivision in Marsch gesetzt, um das Wesen auszuschalten. Wie die Behörden bekannt gaben, soll sich die Lage bald wieder normalisieren. Kindesentführungen sind gut. Bitte was? Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Also wir werden gerade angegriffen und der Coach, weil das war die Stimme vom Coach, befiehlt gerade, dass wir und ist gerade, also das nenne ich Propaganda. Das ist Propaganda. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Propagandalf. So, oh, Schokolade. Wir müssen diese... Wow, scheiße. Okay, das klappt also. Aufsammeln. Leute. Ja, das da brauche ich zum Beispiel. Der ist voll vorbeigeschossen. Ja.
Wo denn? Ah, da. Oh, ich glaube, ich habe da ein paar Häuser kaputt gemacht. Aber ihr wolltet ja eh renovieren, richtig? Ich liebe dich, Brillogor. Echt? Warum? Herrje! Er ist immun gegen Kugeln. Ich will euch alle nicht töten, aber es passiert hier ganz automatisch. Das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich kann nichts dafür. So, wir sollten uns mal... Ist das hier der Damm? Nee, oder? Nee, hier kamen wir her. Genau, da ist das Gefängnis. Ja. Entschuldigung. Es war bloß eine Matratzenfabrik. Ich gekämpft, Entschuldigung. Entschuldigung. Kommst du jetzt? Danke. Brauch dir unbedingt die jegliche Energie. So, alles was an Energie da ist, bitte zu mir. So. Ja, hört auf zu schreien, wenn ihr sterbt. Seid einfach. Macht einfach kein Hehl aus. Es tut mir leid. Oh nein. Nun, Nachrichten. Für Brillogor wird die Sache langsam peinlich. Jüngsten Informationen zufolge hat sich das einst furchterregende Monster nun mit gewöhnlichen Kriminellen verbündet. Am frühen Abend hat Brillogor ein paar Kumpanen aus dem Knast befreit, um mit ihnen einen draufzumachen, Pillen einzuwerfen und sich mit billigen Mädchen zu vergnügen. Aber jetzt ist der Katzenjammer groß. Denn unsere Armee setzt nun ihre brandneue Hightech-Wunderwaffe ein. LKWs mit Hyperelektrizität. Während der Kindesentführung das Gehirn nicht beschädigen. Hyperelektrizität? Oh, fuck it. Muss da doch irgendwie hochkommen. Wir haben gerade jemanden schulfrei verpasst. Das ist doch auch positiv. Glaube ich. Och Mann. Propaganda ist wieder unterwegs. Nachrichten. Terror. Die riesige Kinderbestie zieht eine blutige Spur der Verwüstung durch unsere hilflose Stadt. Unsere edle, freiwilligen Marine ist entsetzt von der gefühllosen Zerstörungswut, die dieses finstere, perverse, nur als Brillogor bekannte Geschöpf an den Tag legt. Auch wenn ihr Gewalt in jeder Form zuwider ist, sieht sich die Marine gezwungen, ihre garantiert hundertprozentig monstersicheren Anti-Monster-Geschütze aufzufahren. Lasst euch beim Kinderstehlen nicht erwischen. Ja. Aua. Ja, das haben wir mal gut erledigt. Was machst du denn hier unten? Ich will an diesen Kutschamera-Turm ran, damit ich ihn kaputt machen kann. Der Lasertunnel Brillogor. Dort müssen wir durch, sonst erreichen wir Kutschamaras Insel nie. Aber ich dachte... Im Team gibt es kein Ich, Brillogor. Ja, aber in Vorsicht. Also pass schön auf. Ich kümmere mich um euren Lasertunnel, aber dann reden wir mal drüber, wer diese Revolution anführt. Genau, und an dieser Stelle stoppen wir das Ganze, speichern, ziehen den Spannungsbogen wieder immens auf und ich verabschiede mich mit einem Wiedersehen. Ciao, bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge von Psychonauts. Auf Wiederhören, Wiedersehen und Wiederschauen.